Abdeckung ist schwer genug, um das Gewicht der Angel zu halten. Mir fehlt nur was, um sie zu fixieren. Das macht keinen. Klappen, aber irgendwie. Oh, verdammt nochmal. Ich kann's nicht. Niemand mit auch nur einem Funken Menschlichkeit würde sowas machen. Ich weiß, der kleine Bastard hat mich beklaut, aber er sieht aus wie ein lebender Teddy. Es muss einen anderen Weg geben, einen blöden Koala zu fangen. Ein Koala? Wo? Ja, oder so. Was im Namen von. Befehl von ganz oben. Wir müssen all diese niedlichen Schädlinge ausrotten. Die vermehren sich wie Ratten. Okay, aber fürs Protokoll, ich bin absolut gegen das, was du gerade getan hast. Kein niedliches Tier sollte je mit einem Hammer geschlagen werden. Weder in dieser Dimension, noch in irgendeiner anderen. Du hast keinen Ausweg mehr, du verdammtes Beuteltier. Gib mir meine Figur zurück. Ich nehme mal lieber die Mordwaffe. Die ist ein sehr nützliches Werkzeug. Ja, dann können wir die hier lassen. Okay, wir haben einen Koala. Ich glaube nicht, dass das... Das wird ziemlich blöd. Ich denke nicht, dass das klappt. Das hat doch schon mal geklappt. Nimm mein T-Shirt an. Ich denke nicht, dass das klappt. Blödsinn. Es wird nicht klappen. Da schreibe ich nichts drauf. Schade. Mitnehmen? Im Moment nicht. Dann lassen wir es halt stehen. So. Nico wollen wir jetzt zur Convention bringen. Ja, jetzt haben wir es ja. Jetzt kriegen wir hoffentlich einen Link dafür. Nicht einen Link. Den. Hier hast du deine Rarität. Eine offizielle Captain Red Action-Figur. Handbemalt von behinderten Leuten. Ich glaube, seltener als das geht's nicht. Von was für einer Behinderung reden wir? Gestresstes, verprügeltes, verstümmeltes Nerd-Syndrom? Ich dachte, das wäre schon an allen Schulen gründlich bekämpft worden. Es gibt so viel unnötiges Leid auf der Welt. Ja.
Ich glaube, du hast etwas für mich. Na gut, er gehört dir. Unglaublich. Endlich. Ab jetzt läuft alles glatt. Ladies und Gentlemen, die Sci-Fi-Con schließt bald. Bitte verlassen Sie das Gebäude durch die Hintertür. Danke für Ihren Besuch und haben Sie einen schönen Abend. Was für eine schöne Nacht, meinst du nicht auch? Leider kann ich hier nicht rumstehen und übers Wetter quatschen. Ich auch nicht. Ich auch. Was für ein Zufall. Wenn du nichts dagegen hast, gehe ich jetzt mal nach Hause. Oh Gott, tue ich das nicht? Du schmeißt mir eine Überraschungsparty? Besser nicht, da kann ich nicht gewinnen. Du bringst Corona schon in die Stadt. Wenn ein Total Core hast du schon mal eins mit dem Reis und dazu bekommen. Gute Idee. Ich glaube, er wacht gerade auf und Alter, sieht der angepisst aus. Was zum Au! Nein! Hey! Nicht da drin! Au! Au! Bitte beiß! Nein, nicht beiß! Alter! Du solltest mir doch helfen! Scheiß blödes Beuteltier! Du solltest mir helfen und mich nicht beißen! Ja, renn doch weg, du Feigling! Oh, warte mal! Ich glaube, der hat mein... Fuck! Der Ring ist weg! Oh nein! Oh ne, da ist er ja. Nein! Wie gewonnen, so Hochzaun. Tag 4, Montag. Officer Hicks, geben Sie mir den Ring. Hey, was zum Geier wolltest du da gerade tun? Wollte dich nur aufwecken. Man muss morgens was trinken, weißt du? Oh Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Wie spät ist es? Es ist noch früh. Die Stadt schläft noch. Oh, was ist los, Kumpel? Du siehst nicht gerade glücklich aus. Ach, verpiss dich. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist eine von deinen langweiligen Reden. Und dann hat mir auch noch der blöde Koala was von meinen Sachen geklaut. Na super, einfach super. Ich sagte ja, du bist verflucht. Du hast aber nicht zugehört. Du verstehst nichts von der Macht des Ringes. Du bist einfach nicht intelligent genug dafür. Wenn du wie der Bösewicht in einem 007-Film redest, werde ich dich natürlich gleich viel ernster nehmen. Das Ende naht. Und du wirst dich noch gut an meine Worte erinnern. Welche Worte? Deine billigen Aphorismen aus dem Nachmittagsfernsehen? Man sagt, dass diejenigen, die die Vergangenheit ignorieren, verdammt sind, sie zu wiederholen. Aber welche Gefahren lauern auf jene, die die Vergangenheit nicht vergessen können? Jene, die davon besessen sind, sie zu wiederholen. Siehste, genau das meine ich. Sieht so aus, als würde dir deine Situation langsam bewusst. Du erinnerst mich immer mehr an mich selbst. Du hast sogar auf der Straße geschlafen, verdammt. Tja, sobald ich diesen Scheißring wieder habe, wird alles wieder ganz normal. Dann bin ich hundertprozentig sicher. Denkst du immer noch, du kriegst ihn zurück, nur weil du das so willst? Junge, ich sag dir, dieser Ring macht, was er will und wann er will. Und glaub mir, er sucht sich den Ringträger selbst aus. Okay, aber ich weiß, wer ihn im Moment hat. Ich muss diesen Dieb nur finden. Tja, viel Glück dabei. Es ist erst Tag 4. Es ist Tag 4. Und die Tage werden immer länger. Hab ich doch getan. Und da ist mir jetzt so lange. Das ist keine gute Idee. Einfach nutzen. Nein, nicht. Ach, hier können wir uns mit dem Thema selbst einsetzen.
Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Ein stinknormaler Penner. Stinkig mit einer braunen Papiertüte. Ich habe keine Zeit, bei diesem alten Irren zu bleiben. Ich muss mich um was Wichtigeres kümmern. Da gehe ich lieber nicht so nah ran. Matt ist nicht auf dem Titel. Oh. Vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, den Fluch zu brechen. Ich brauch das Poster nicht. Was ist denn los? Wow, offensichtlich fällt die Sci-Fi-Con aus. Schade eigentlich. Vielleicht würde ihn so ein Schlag ins Gesicht motivieren, aber ich weiß nicht so recht. Hey, was geht, Murray? Beschäftigt? Wie bitte? Ich fragte, ob Sie beschäftigt sind. Werd mal nicht frech, Junge! Ich weiß, ich stehe hier nur rum. Aber ich bin im Wachdienst. Ich bin ein Officer und verdiene Respekt. Ehrlich, Murray? Ist das so? Hey, was ist denn dein Problem? Red nicht mit mir, als würdest du mich kennen, ja? Und woher kennst du überhaupt meinen Namen? Ich komme aus der Zukunft und will Sie warnen. Würstchen werden ihr Verderben sein. Hey, was weißt du darüber? Ich komme aus der scheiß Zukunft, ich weiß alles. Du willst also sagen, dass ich das Grillen sein lassen soll, ja? Nein, das habe ich eigentlich nicht gemeint. Also, was hast du denn dann Verzieh dich! Sie sind nicht zufällig dieser Superagent, von dem alle reden, oder? Tja, vielleicht. Aber selbst die besten Samurai schneiden sich manchmal an ihren eigenen Schwertern. Was soll das heißen? Ich meine, ich konnte sie nicht retten. Wen? Armes Ding. Ja, aber wer denn? Es ist eine Geschichte von Verrat, Grausamkeit und Schmerz. Und, ehrlich gesagt, fällt es mir schwer, darüber zu reden. Ja, aber Sie können doch jetzt nicht einfach aufhören. Sie sagten was von Grausamkeit und Schmerz. Das sind so ziemlich meine Lieblingsthemen. Los doch, rücken Sie mit den blutigen Einzelheiten raus. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Das alles passierte vor 2 Jahren. Es war ein verregneter Tag und ich war auf Streife. Ich hätte nie geahnt, welch grausame Wendung das Schicksal für mich bereitet. Ja, ja, weiter? Es ist so. Ich wurde dringend zum Molyneux Park gerufen. Also ging ich da schnurstracks hin und da sah ich es. Was sahen Sie? Kommen Sie, Murray, weiter! Es war eine Ente. Ein armes, kleines Entlein. Sie war mit dem Kopf unter Wasser gefangen und sie kam nicht mehr raus. Sie kam nicht mehr raus, verdammt! Oh, Scheiße! Ich sprang in den Teich und als ich sie aus dem Wasser hatte, atmete sie nicht mehr. Also machte ich Mund-zu-Mund-Beatmung. Aber es ist gar nicht so einfach für einen Menschen, die Lippen auf so einen Entenschnabel zu legen. Und als sie die Herzmassage ansetzte, brachen ihre Rippen wie trockene Zweige. Da verlor ich alle Hoffnung. Mein Gott, ich habe alles versucht, aber es war mir nicht vergönnt, sie zu retten. Es ging nicht. Aber seit jenem Tag ehren und belobigen mich viele meiner Kollegen. Ich bekam sogar einen Orden. Aber auch das wird das kleine Entlein nicht wieder lebendig machen. Ja, aber mein Inspektor sagt, wie kommt die Größe? Gab's denn für die Ente ein anständiges Begräbnis? Darum habe ich mich persönlich gekümmert.
Das klang jetzt ein bisschen nach Barbecue, hm, Murray? Ach bitte, Junge! Ich hab sie in diesem Mausoleum, das ich als Weihnachtsbonus bekommen habe, zur Ruhe gelegt. Hab zur Erinnerung sogar einen kleinen Entenkopf in meine Polizeimarke gravieren lassen. Kann ich die Marke mal sehen? Tja, normalerweise mache ich das ja nicht, aber... Ach, was soll's. Die Ente sieht eher wie Nase aus. Was? Nein, man muss den Kopf etwas schräg legen. Stell dir vor, die Ente schaut nach oben. Man erkennt, da sind die oben. Nein! Ja, vielleicht kommen Sie mal, schauen Sie... Hör auf! Jetzt haben wir seine Marke. Hey, halt mal, Junge. Was soll das werden? Gib mir meine Marke zurück. Och, tut mir leid. Wo habe ich nur mein... Brauche ich selber. Muss ich gar nicht. Bitte sehr, Mary. Danke, Junge. Die müssen wir uns wahrscheinlich noch irgendwann abholen. Dann müssen wir gesagt, dass wir das so gut finden. Das muss wirklich aussieht wie eine Marke. Und dann wird verwenden. Ganz aus. Das ist interessant. Und dann würde ich mir halt die Nummer nachgucken. Okay. Oh, Matt! Kumpel, mach auf! Ich hab lustige Brownies und die komplette Sammlung von den Toxic Avenger-Filmen. Mit Kommentaren? Ja, klar! Ich hasse Audiokommentare, die klingen immer so arrogant. Ich schlitz mir lieber den Hals auf. Oder wir schauen sie ganz einfach ohne Kommentare an. Warum hast du die denn mit Kommentar gekauft? Waren die teurer? Glaubst du, du bist was Besseres, weil du dir das leisten kannst, oder was? Mann, Melodrama von dir ist etwa so natürlich wie ein Furz aus dem Hals. Randall, hau ab! Ich will niemanden sehen, nur Sally. Okay, ich ruf sie mal an. Halt durch. Wag das ja nicht! Wo hast du überhaupt ihre Nummer her? Was hast du vor? Glaubst du, du kannst sie mir einfach wegnehmen, nur weil ich den Ring verloren hab? Oh, jetzt verletzt du mich aber zutiefst. Ich versuche hier dir zu helfen, Mann. Und wie willst du mir helfen? Du kannst nichts für mich tun, Randall. Erledigt, dann ist unser Schicksal, unser Fluch vorbei. Das ist doch. Ja. Mann, wir schaffen das schon, so wie wir die dunkle Bedrohung überlebt haben. Mann, wir wollten nie wieder von dem Scheiß reden. Der Streifen hat uns richtig fertig gemacht. Und dann brauchten wir monatelang eine Therapie, bis wir überhaupt wieder reden konnten. Ja, aber ich weiß noch, dass dann meine ersten Worte Michse-Dichse waren. Ja, und ich weiß noch, dass ich dir eins mit einer Lampe übergezogen habe. Dann warst du noch 2 Tage bewusstlos. Tut mir übrigens leid. Ach komm, mach dir nichts draus. Ich habe der Narbe sogar einen Namen gegeben. Sieh mal. Wir haben eine Menge zusammen durchgemacht. Hey, erinnerst du dich noch ans College? Sehr vage. Ja, weil wir uns voll auf die neuen Erfahrungen konzentriert haben. Weißt du noch, wie wir mal einen Feuerwehrwagen angezündet haben? Hey, Mann! Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Ich weiß, Kumpel, aber das war nicht in Vegas, sondern einfach die Straße runter. Oh, stimmt. Ach komm schon, wenn ich was weiß, dann, dass Matthew Griffin richtig Party machen kann. Saufen wir deine Sorgen einfach weg, okay, Kumpel? Du raffst es nicht, Randall. Der Ring war mir echt wichtig. Mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Ich könnte den John Wayne für dich machen, das bringt dich doch immer wieder hoch. Ich könnte das im Moment nicht richtig wertschätzen. Aber nur weil hier draußen nicht genug Platz dafür ist, also komm schon, mach auf, dann kann ich's richtig machen. Danke, Randall, aber dein Hintern wird mir heute nicht helfen. Okay, deine Entscheidung, aber ich hab ein paar neue Moves drauf. Aber hey, scheiß drauf. Gut zu wissen, aber ich brauche jetzt nur Sally. Was, wenn ich dir sage, ich kann deinen Scheißring wieder besorgen? Dann sage ich, dass das ziemlich unwahrscheinlich ist.
Es sei denn, du warst es, der ihn geklaut hat. Ja, aber das hab ich nicht. Also sind wir zurück bei Unwahrscheinlich. Ich könnte ihn zurückstehlen. Ich werd's versuchen. Ich versprech's. Na dann, viel Glück. Ach Mann, Kopf hoch. Du rufst Sally einfach an und erzählst ihr, was passiert ist. Die versteht das sicher. Ich hab sie schon angerufen. Sie ist unterwegs. Ich hoffe nur, sie ist bald da, weil wenn nicht, dann... Matt, mach doch keinen Blödsinn, hörst du? Warte einfach auf Sally und rede mit ihr. Das ist kein Weltuntergang. Inzwischen versuche ich, den Ring zurückzukriegen. Vertrau mir. Ich weiß, das klingt komisch, aber... Naja, ich schaff das. Klingt, dass ich mal ausnahmsweise nicht... Die Messer können wir von dort aus nicht greifen. Das ist Matt, mein bester Freund. Steht jedenfalls so auf dem Klappentext. Ja. Hey, was geht ab, Kumpel? Frage, habe ich hier vielleicht meinen Nagellack liegen lassen? Ich habe halt dieses Vorstellungsgespräch heute und weißt du... Vergiss es. Was? Hast du schon entschieden, wie du dich ins Jenseits befördern willst? Ich meine, wenn du das wirklich durchziehst... Tja, ich denke über viele Möglichkeiten nach. Erst dachte ich an Einfrieren. Weißt du, auf die Weise sehe ich vielleicht eine Zukunft... Eine Zukunft, wo die Maschinen die Kontrolle haben. Ja, klar. Aber ich habe wohl gestern den Kühlomatik offen stehen lassen, weil heute Morgen war der offen und ich hatte eine Eisbahn in der Küche. Oh, wie gruselig. Vielleicht waren das Geister. Vielleicht. Weißt du, wegen der ganzen Scheiße glaube ich wieder an sowas. Und das ist auch gut so. Ist es? Ja. Ich habe eine Liste mit Pros und Kontras für den Selbstmord. Und jetzt, wo ich wieder an Geister glaube, habe ich auch ein neues Pro. Klingt vollkommen logisch. Dann dachte ich daran, mich mit irgendeinem anderen Küchengerät zu killen. Aber meine ganzen Wondermatic-Apparate sind im Arsch. Der Ofen, der Mixer und jetzt der Kühlschrank. Langsam glaube ich, die Firma ist gar nicht so toll, wie ich anfangs dachte. Deswegen liegen so viele scharfe und spitze Gegenstände auf deinem Tisch? Genau. Oldschool ist immer noch am besten. Naja. Ich habe alles da. Aber ich weiß nicht so recht. Der Korkenzieher ist ziemlich cool, aber ich glaube nicht, dass das wirklich praktisch wäre. Dann habe ich noch einen Eispickel. Der hat, wie soll ich sagen, eine ziemlich sexy Aura. Sexy Aura? Ja, muss ich immer an Basic Instinct denken. Was? Nichts. Ich glaube nur nicht, dass hier eine heiße Blondine ohne Höschen reinkommen wird und auf dich einsticht. Und mal ganz ehrlich, ohne das ist es nicht so sexy. Oh, musst du immer so auf meinen Träumen rumtrampeln? Also, was hast du denn noch so in petto? Tja, diese Messer, die gar nicht mal so scharf sind. Und die Flasche. Die könnte ich ja zerschlagen und mir den Hals mit einer Scherbe aufschlitzen oder so. Mann, dein Selbstmordplan ist ein Rohrkrepierer. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wenn ich die Schere finde, ist das Problem erledigt. Erzähl weiter. Ganz einfach. Ich stech mir damit in den Kopf, so heftig es geht, und dann rühre ich so lange rum, bis mein Gehirn zu den Ohren und zur Nase rauskommt. Und dann hack ich mir wie wild in den Augen rum. Oh, Matt, hör auf, lass es, mir wird schlecht. Scheiße, Mann, das ist echt übel. Übel, aber effizient. Was hast du erwartet? Die Welt ist grausam. Ich weiß, Kumpel, aber wie steht's mit deiner Lebenslust? Du weißt schon, Sonnenaufgänge, niedliche kleine Tiere, Ampeln. Ich weiß genau, du magst sie. Und natürlich Sally. Sally ist dein Treibstoff. Fast so sehr wie Bier. Oh, hey, das mit dem Treibstoff bringt mich auf eine Idee. Was? Oh, okay, nein, vergiss den Treibstoff, Mann. Bei lebendigem Leibe verbrennen muss echt übel sein. Oh, okay, jetzt bringst du mich schon wieder auf eine Idee. Ich sag ja, Randall, die Welt ist echt grausam. So. Bist du sicher, dass du nicht doch noch ein paar Biere zischen gehen willst? Ganz sicher. Wenn ich noch mehr saufe, vergesse ich vielleicht, was ich vorhatte. Oder dass ich überhaupt was vorhatte. Und echt, ich habe viel zu viel Zeit dafür aufgebracht, als dass ich jetzt einen Rückzieher machen könnte. Okay, das sind ja mal überzeugende und gute Argumente. Also du willst sagen, dass ich absolut nichts tun kann, deine Meinung zu ändern? Tut mir leid, Kumpel. Heute nicht. Okay, aber wenn du es wirklich machst, denk drüber nach, was in dem Abschiedsbrief stehen soll. Ich komme da immer ein bisschen schlecht bei weg und Sergeant Kramer wird dann sauer und beschimpft mich dann immer. Mann, wovon redest du? Nichts. Stimmen in meinem Kopf. Was ist denn so wichtig an Sally, dass du es nicht mal mir sagen kannst? Das ist Pärchenkram, Randall. Ich muss ihr Sachen gestehen. Das stimmt, das musst du. Also bitte mach nichts Dämliches, bis sie hier ist. Ich hol den Scheißring zurück. Klar. Du klingst nicht gerade überzeugt, aber für mich reicht's.
schon ein bisschen. Tja, Mann, muss los. Genieß dein Leben, mein Freund. Bald werde ich nicht mehr da sein. Oh, scheiße, Matt. Jetzt lass das doch endlich. Ich kann ja so tun, als wäre ich zu hören, euch das Gefühl zu lassen. Und dann könnt ihr ja immer noch zuhören. Nein. Im Sofa wissen, sprechen? Dieses Sofa hat schon viel erlebt. Aber kümmern wir uns um Zukünftiges, nicht um die Vergangenheit. Aha. Sein Messer können wir nicht nehmen. Können wir nicht einfach mit dem internen Mikroskop ein Bügel klauen. Mein nützlichster Gegenstand, den gebe ich nicht her. Na gut, dann hauen wir jetzt ab und lassen ihn mit seinen Messern und spitzen Gegenständen alleine. Ich glaube, könnte man als grob fahrlässig bezeichnen. Das gehört Matt. Das bleibt hier. Das halte ich für keine so gute Idee. Aber gut. Ich habe hier noch nie angeklopft und ich fange jetzt ganz bestimmt nicht damit an. Okay. Lebt er noch? Ja, er lebt noch. Beschlossen. Aufzug. Jetzt nicht. Gut. Und dann kommt auf die Straße. Und ans Ufer. Ja. Finden wir ein Rätsel für den heutigen Tag? Finden wir ein Rätsel für das Zweiter? Bringt zum. Den fasse ich nicht an. Ich wusste, dass du hier rumhängst. Kennen wir uns? Ich kenne jedenfalls dich. Gib mir den scheiß Ring! Was? Du hast mich schon richtig verstanden, oder willst du mir weismachen, dass du den Ring nicht in deinem Besitz hast? Bist du ein Bulle? Sehe ich vielleicht aus wie ein Bulle? Wenn du kein Bulle bist, schlag ich vor, du lässt mich in Ruhe. Sonst fängst du dir echt Probleme ein. Das war wohl ein Missverständnis. Tut mir leid. Guten Tag, mein Herr. So kriege ich gar nichts aus ihm raus. Der lässt sich von mir nicht einschüchtern. Da braucht man wohl eine Münze. Aufbrechen ist vielleicht keine so gute Idee. Nein. Was? Das Scheißding sieht echt schwer aus. Ich lass das mal. Okay. Ich muss nächstes Kristall mal rein. Ich weiß nicht, ob Phil heute sauer auf mich ist. Und ehrlich gesagt, ich will das gar nicht rausfinden. Na gut, zum Anfang ein bisschen Geld abgeben. Zum Bahnsteig. Nein. Danke. Ich habe schon mal versucht, dir Geld zu kriegen, aber die meinten, ich bräuchte ein Kon. Bin ich Rockefeller oder was? Naja, gut, dann weiter. Woanders hin. Da haben wir alles begonnen. Oh. Ein Van. Ich glaube, das ist der Van von diesem Bob. Hätte sich beim Einparken aber auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Okay. Bei meinen letzten Fahrversuchen wurde Sri Lanka von einem Tsunami verwüstet. Sicher nur ein Zufall, aber man weiß ja nie. Aha. Die Videothek hat jetzt offen, oder was? Nee, Store closed. Und der Typ steht, das Telefon in der Nerd steht jetzt vor der Videothek. Der Tür. Abgeschlossen. Tja, schade. Die Seitentür. Er sagt die Seitentür, aber im Text. Die geht nicht auf. Steht Beifahrertür. Die Seitentür. Textfehler. Das mache ich lieber nicht. Hallöchen, was machst du denn hier? Hey!
Was geht, Jules? Wo ist Vincent? Ich heiße Pitt und du wirst deinen Arsch hier nicht so leicht aus der Schlinge ziehen. Klar, Mann.